Das Land ist reich an Zeugen aus der Vergangenheit. Neben Gebäuden und Parks sind es vor allem handwerkliche Traditionen, die heute aktiv gepflegt oder wieder entdeckt werden. Das alles im Ehrenamt. Sie prägten über die Jahrhunderte die Region. Eines davon ist die Flößerei, ein längst ausgestorbener Handwerksberuf, die Geschichten dahinter vergessen. Seit Dezember 2022 ist sie ein von der UNESCO anerkanntes immaterielles Kulturerbe der Menschheit. Die Flößerei auf der Elbe war seit dem frühen Mittelalter bis in die 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts zur Versorgung der Bevölkerung mit Brennholz sowie mit Nutzholz für Handwerk und Wirtschaft von großer Bedeutung. Im sogenannten hölzernen Zeitalter waren die Gewässer die wichtigsten Transportsysteme, so auch die Elbe von Böhmen bis Hamburg. Flößer und Flöße gehörten zum alltäglichen Anblick auf den Flüssen. Diesen Teil der Geschichte als immaterielles Kulturerbe Flößerei lebendig im Bewusstsein der Menschheit zu erhalten, das alte Handwerk zu pflegen und zu dokumentieren, ist Anliegen von vielen Flößervereinigungen in ganz Deutschland und Europa. Die Flößerwanderung entlang der Elbe ist dafür ein wichtiges Element. An 10 markanten Punkten wird über die Geschichte der Flößerei erzählt, immer in Bezug auf Magdeburg. In ihren 300 Jahren Lebenszeit hat die alte Stieleiche auf dem Vierseitenhof in Resen sicher selten so viele Feste und Veranstaltungen erlebt. So wirbt ein Flyer mit dem erfolgreichen Wiederaufbau der Pfarrscheune in Resen. Lange war es nicht möglich, denn die Scheune war dem Verfall preisgegeben. Der Heimatverein Resen, dem 80 Mitglieder angehören, bewahrte den Ort vor dem Verlust dieses wichtigen Denkmals aus dem 17. Jahrhundert. Mit Wissen über altes Handwerk richtete man das Fachwerk originalgetreu wieder her, als Beitrag zur Landesgartenschau in Burg 2019. Hinter der Scheune gedeiht eine neu angelegte Streuobstwiese. Jedes Jahr zu Ostern lädt der Verein die Dorfbewohner zum Frühjahrsputz. Höhepunkt für die Kinder ist der Besuch des Osterhasen. Neben der Scheune erstrahlt der ehemalige Schweinestall im neuen Glanz. Inzwischen ist die Scheune ein Treffpunkt für Jung und Alt. Das Dorf Resen, östlich von Burg gelegen, ist bereits 725 Jahre alt. Ein kleines Heft erzählt die Geschichte des Ortes. Die Broschüre Resener Geschichte entstand als Ergebnis der Aktion Oma erzählt den Kindern von früher. Darin ist auch die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes enthalten. Während unserer Dreharbeiten feierte die Freiwillige Feuerwehr Resen ihr 90-jähriges Bestehen. Am Festumzug nahmen Wehren aus dem Umland teil, zu sehen sind auch echte Feuerwehr-Oldtimer, neben modernsten Fahrzeugen. Alle noch im Dienst. Aber auch diese sind eben nur mit ehrenamtlichem Engagement zu erhalten. Auf dem Gelände hinter der Fahrscheune versammelten sich Dorfbewohner und deren Gäste. Um den Fortbestand der Freiwilligen Feuerwehr in Resen zu sichern, rief man an diesem Tag zur Gründung einer Jugendfeuerwehr auf. Wie eine Perle liegt Hainrode inmitten von wunderschönen Feldern und Wiesen in der einzigartigen Landschaft des Südharzes. Im Norden erstrecken sich weite Laubwälder, im Süden tritt der Gipskarst mit seiner eigentümlichen Vegetation zutage, gibt ein Flyer Auskunft zum Ort. Dieser wird 1349 erstmals urkundlich erwähnt. Der Name leitet sich von den Rodungen des Hains, also des Waldes, ab. In der alten Schmiede hat sich der Heimat- und Naturschutzverein Hainrode e.V. eingerichtet, nachdem der letzte Schmied sein Handwerk aufgab. Das Ziel, altes örtliches Handwerk und Tradition aufrechtzuerhalten. Hier hat der Verein verschiedene Schauwerkstätten eingerichtet. So kann man die Besenbinder bei der Arbeit beobachten. Dies hat im Ort eine jahrhundertealte Tradition. Jedes Jahr im August findet in Hainrode ein Besenbinderfest statt. Ein weiteres Highlight ist die Uhrmacherwerkstatt mit Goldschmiede, die einzige ihrer Art in Deutschland. In der Werkstatt stehen originale und funktionsfähige Maschinen des Uhrmacherhandwerks. Das Atelier beherbergt verschiedene mechanische und elektronische Zeitmesser. Vom kleinsten Uhrwerk, was kaum größer als ein Zentstück ist, bis zur Kirchenuhr. Das Gartencafé lädt bei selbstgebackenen Kuchen zum Verweilen ein. Zappendorf liegt im Salzertal. Das ist Teil des Naturparks Unteres Saaletal.
Dort befindet sich auch ein Heimatmuseum, welches inzwischen 20 Jahre alt ist. Man hat den Eindruck, als wäre es gar kein Museum, gerade als käme die Bäuerin aus dem Stall zurück. Ganz zufällig bewahrt sie auch Dinge auf, die ganz und gar nicht zu ihrem Leben gehören, lesen wir auf dem Flyer zum Museum. Das museumspädagogische Programm, ein Tag wie bei meiner Urgroßmutter, ist für Schulklassen jeden Alters ausgerichtet. Es wird gemeinsam mit dem Naturpark Unteres Saaletal durchgeführt. Geschichte zum Mitmachen. Da geht es zum Wasserholen, zum Dorfboden. Damit wird Wäsche gewaschen mit der Hand. Schrubben, spülen, Wäsche mit der Hand mangeln und am Ende aufhängen. Hier bäckt man Brötchen, die hinterher natürlich aufgegessen werden. Auf dem gesamten Hof lässt sich das Leben der letzten 150 Jahre nachempfinden. Der Hausherr erklärt geduldig, was es mit jedem Ausstellungsstück auf sich hat. Und zu guter Letzt entdecken Kinder im Umkreis des Museums die Natur. Aus dem unteren Saaletal wieder zurück an die Elbe. Im Mai 2023 erfolgte ein öffentlicher Floßbau und eine Floßfahrt auf der Elbe als Teilprojekt dieses UNESCO-Erbes. Das Floß entstand gemeinsam durch die Fachgruppe Elbeflößer des Kultur- und Heimatvereins Magdeburg, gemeinsam mit Flößern aus Lüchen und von der Werra. Bisher gibt es in ganz Deutschland nur 7 derartige Kulturformen, die von der UNESCO anerkannt wurden.